Was geht? Kumail hier. In diesem Video habe ich einen sehr, sehr simplen Gedanken für dich, der aber, wenn du ihn konsequent umsetzt, dafür sorgen kann, dass sich dein gesamtes soziales Leben komplett auf den Kopf stellt, und zwar zum Positiven, und du zum einen viel charismatischer, viel entspannter und einfach viel weniger Stress in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen hast, die du pflegst, und in den Beziehungen, die du neu aufbaust. Und ich würde dir empfehlen, dieses Video dir nochmal in einem Monat anzuschauen und dann nochmal in 2 Monaten. Denn je weiter du dich entwickelst in deiner eigenen Reise, desto mehr wirst du diesen Gedanken in seiner Vollständigkeit verstehen und desto besser kannst du ihn umsetzen. Und glaub mir, es ist ein simpler Impuls, der dafür sorgen kann, dass sich alles verändert. Und zwar geht es darum, dass du lernen sollst, aufzuhören, in deinen sozialen Interaktionen eine Zwangsdynamik zu haben und aufhören sollst, zu versuchen, zu kontrollieren, wie andere Menschen reagieren. Und um diesen Gedanken wirklich zu verstehen, brauchst du eine gewisse soziale Intelligenz, eine gewisse emotionale Intelligenz, um zu checken, was damit gemeint ist. Aber ich mache dir mal ein Beispiel. Denn wie gesagt, das lässt sich auf fast jede Situation anwenden, die du so hast. Angenommen, du lernst eine Frau kennen und du flirtest mit ihr in einer Bar. Und du merkst plötzlich, dass sie etwas kälter wird, dass sie nicht so positiv auf dich reagiert, dir kurze Antworten gibt, auf ihr Handy schaut, gelangweilt ist. Und du merkst plötzlich, wie angespannter du wirst, wie nervöser du wirst, wie sehr das, was gerade passiert, davon abweicht von dem, was du dir gewünscht hast. Du hast dich schon überwunden, du hast sie angequatscht und jetzt fängt sie an, negativ zu reagieren. Und jetzt geht es genau um diese Reaktion von ihr. Und zwar dein Umgang mit dieser Reaktion. Sie reagiert negativ und mit Kontrolldynamik meine ich jetzt nicht, dass du aktiv versuchst, sie zu manipulieren, damit sie aufhört, negativ zu reagieren, sondern mit Zwangs- und Kontrolldynamik meine ich, dass du einen Widerstand gegen diese Realität hast, dass sie gerade nicht so warm und freundlich reagiert. Dein Widerstand gegen die Realität ist genau Kontrolle. Und es ist passiert auf einem sehr subtilen Level, denn wie gesagt, aktiv versuchst du nicht, diese Person zu manipulieren oder zu kontrollieren, aber mit Kontrolldynamik meine ich, dass du festhältst und festharrst auf ein gewisses Spektrum von Reaktionen, die du bekommen kannst. Und zwar angenommen, du flirtest mit dieser Frau, du wünschst dir unterbewusst und insgeheim eigentlich, dass sie positiv reagiert, dass ihr ein anregendes Gespräch habt, dass das Ganze aufwärmt, dass das Eis gebrochen wird, das wünschst du dir. Und alle anderen Realitäten, die passieren können, und zwar, dass der Einstieg etwas holprig ist, dass das etwas angespannt ist, dass du nervös bist, dass du eben nicht dich von deiner besten Seite zeigen kannst. All diese anderen Realitäten möchtest du nicht haben und du hast einen Widerstand dagegen. Und genau dieser Widerstand ist der Grund, warum du anfängst quasi zu leiden, warum du anfängst angespannt zu sein, warum dich so eine soziale Interaktion stressen kannst. Und vor allem, wenn du so einen Widerstand hast gegen irgendeine bestimmte Reaktion, die dir ein Mensch entgegenbringen kann, dann erlaubst du dem Menschen in diesem Moment nicht so zu sein, wie er ist oder wie sie ist. Und das ist der Grund dafür, warum du anfängst, dich zu stressen. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen nach Metagelaber an. Ich mache es immer konkreter mit jedem Beispiel. Es ist nur wichtig, dass du diesen Impuls irgendwann verstehst und checkst, warum das in jeder Situation, in der du einfach dich leicht angespannt fühlst, jede Situation, die nicht so läuft, wie du es dir wünschst, und selbst die Situation, die so laufen, wie du es dir wünschst, dass du diese Kontroll- und Zwangdynamik hast. Angenommen, du siehst eine Frau im Alltag und denkst dir, wow, sie ist extrem hübsch und ich würde sie gerne ansprechen. Aber dann kommt so eine gewisse Angst in deinen Kopf und du denkst dir, aber was ist, wenn sie negativ reagiert? Was ist, wenn sie abweisend reagiert? Und am Ende des Tages ist dann diese Angst dann genau das, was einen davon abhält, es zu tun. Oder wenn man sie anspricht, ist man sehr, sehr angespannt, man ist nicht frei, man ist nicht locker, weil man eben im Hinterkopf immer wieder diese Angst hat, diesen Widerstand gegen eine potenzielle Reaktion von ihr, und zwar, dass sie abweisend ist. Und das war für mich, das habe ich vor allem, als ich in Spanien war, war mir das klar, und zwar habe ich eine bestimmte Frau angesprochen, an der ich mich immer jetzt noch erinnere, weil das ein so fundamentaler Durchbruch für mich war. Ich konnte zu dem Zeitpunkt schon auf Frauen zugehen, aber ich hatte immer noch manchmal das Gefühl, dass auf manche Frauen, wenn ich sie gesehen habe, die extrem arrogant auf mich gewirkt haben oder ich das einfach nur so interpretiert habe, dass ich da einen Widerstand gehabt habe, hinzugehen und mir gedacht habe, boah, okay, wenn ich jetzt hingehe, wird sie wahrscheinlich abweisend reagieren, sie ist gerade mit einer Freundin da, sie werden einfach über mich lachen oder sie weiß nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll und dann wird das Ganze einfach nur holprig und komisch und darauf habe ich keine Lust. Und ich habe gemerkt, ich war nervös und ich war angespannt. Und ich habe mir dann kurz in dem einen Moment erlaubt, mir mal vorzustellen, was denn das Schlimmste ist, was in dem Moment für mich passieren könnte. Und zwar, dass sie einfach voll abweisend ist. Und habe mir dann
in dem Moment gesagt, ich bin auf sie zugegangen und habe mir gesagt, du darfst genauso abweisend reagieren, wie du es möchtest. Du darfst das. Ich habe aufgehört, versucht zu klammern an gewissen Reaktionen, die ich mir wünsche, sondern ich habe dieser Frau, die ich noch gar nicht kannte, auf die ich nur zugegangen bin, einfach nur erlaubt, so zu sein und so zu reagieren, wie ich es möchte, wie sie es möchte. Und ich hatte keinen Widerstand mehr. Ich habe mir diese Widerstände in mir intern aufgelöst gegen irgendeine Art von Reaktion, die sie mir entgegenbringt. Und ich bin dann hin und habe ihr erlaubt, du kannst so negativ reagieren, wie du möchtest. Alles in Ordnung. Ist erlaubt. Und ich bin dann zu ihr hin und hatte eine komplette Gleichmut in der Hinsicht. Das heißt, es war mir vollkommen egal, wie sie reagiert. Ich war einfach nur da, um ihr auszudrücken, was ich ihr gerne sagen möchte. Und ihre Reaktion darauf, also ich habe nicht auf eine positive Reaktion, auf mein Kompliment, das ich ihr dann gegeben habe, gehofft, sondern ich habe einfach mein Kompliment ausgedrückt und ihr dann erlaubt, so zu reagieren, wie sie möchte. Und genau diese Freiheit, die ich ab diesem Moment hatte, und dann habe ich auch gemerkt, dass sie plötzlich viel, viel positiver auf mich reagiert hat, weil sie gemerkt hat, dieser Typ hat irgendwie, er macht mir ein Kompliment, aber irgendwie wirkt er voll entspannt, also todesentspannt. Und ihm ist es irgendwie auch egal, wie ich jetzt reagiere. Er will gar nichts von mir. Er ist einfach nur hier, um mir dieses Kompliment zu geben, aber er will mir nichts nehmen. Und wenn du aufhörst zu kontrollieren, dann hörst du auf, Menschen was zu nehmen. Denn was du Menschen nehmen möchtest, ist Bestätigung, Validierung, positive Gefühle. Das möchtest du nehmen. Und wenn du diesen Widerstand aufhörst, wenn du aufhörst zu kontrollieren und Menschen erlaubst, so zu reagieren, wie sie möchten, dann fängst du an, mit deiner Präsenz nur noch positive Gefühle zu schenken und zu geben. Und das wollen Menschen fundamental und deswegen werden sich Menschen auch zu dir hingezogen fühlen. Anderes Beispiel. Du hast einen Streit mit deiner Freundin oder mit einer Frau, die du gerade datest. Und du hast irgendwie so eine Diskussion oder irgendeine brenzlige Situation. Und die meisten Männer gehen zwar natürlich auf ihre Freundin ein, versuchen ihr, mit ihr zu sprechen, zu gucken, wo das Problem ist, aber im ganzen Prozess dieser Diskussion, und wie gesagt, du musst eine gewisse emotionale Intelligenz haben, um es zu checken, wann du es in diesen Momenten machst. In dem ganzen Prozess dieser Diskussion, dieses Streitgesprächs oder was auch immer das ist, wo die Frau vielleicht wütend ist, genervt ist, verschlossen ist und einfach sich ein bisschen zickig verhält und du nicht genau weißt, was abgeht, versuchst du zwar, ihr zu helfen, da rauszukommen, oder du willst einfach nur, dass sie aufhört, dich zu stressen, damit du weniger gestresst bist. Du versuchst, die Situation zu verändern, aber im ganzen Prozess erlaubst du eigentlich deiner Freundin, deiner Partnerin oder die Frau, die du datest, gerade nicht so zu sein, wie sie ist, so zu reagieren, wie sie ist. Es ist ein kleiner Unterschied, der aber extrem viel ausmacht. Wenn du beispielsweise deine Freundin versuchst zu beruhigen oder einfach mit ihr eine Lösung für das Problem zu finden, was du tun solltest, wenn du deine Zwangsdynamik fallen lässt, heißt es nicht, dass du anfängst, gar nicht mehr Leute zu überzeugen zu wollen von dem, was du denkst, was richtig ist, oder gar nicht mehr versuchst, mit Leuten in eine Diskussion oder ein Gespräch einzugehen und ihnen vielleicht zu helfen, ihre Gemütslage zu verändern. Das darfst du gerne machen, aber im Prozess, während du das machst, gibt es einen entscheidenden Unterschied, ob du in dem Moment komplett gleichmütig bist, ihr erlaubst Moment für Moment genauso zickig, wütend, genervt zu sein, wie sie es gerade ist und trotzdem versuchst, ihr zu helfen. Menschen spüren unterbewusst diesen Widerstand, den du gegen ihre Gemütslage oder gegen ihre Emotionen hast. Wenn du diesen Widerstand aber nicht hast, dann fällt es dir viel einfacher, durchzudringen und Menschen wirklich das Gefühl zu geben, ey, ich erlaube dir das zu sein, was auch immer du gerade bist, aber trotzdem helfe ich dir gerade raus. Und das spüren Menschen. Und wenn du diesen Widerstand mal anfängst abzulegen, wirst du auch merken, dass du viel entspannter in sozialen Interaktionen bist. Denn der ganze Stress, der entsteht, der ganze Stress, der im Leben eigentlich entsteht, ist, dass wir gegen die Realität, die gerade stattfindet, und die Realität ist in diesem Fall eine Reaktion, die du von einer Frau oder von einem Menschen bekommst, dass wir einen Widerstand dagegen haben. Die buddhistischen Lehrer, also ich habe viel von buddhistischen Menschen gelernt, wenn es um Meditation geht, wenn es einfach um die Lebensphilosophie geht, die ich jetzt zum großen Teil auch habe. Viel von dem, was ich gelernt habe, war einfach nur ein ganz simpler Impuls. Jedes Leid, jeder Stress, den du hast, jede Anspannung, die du hast, die sich auch in deinen sozialen Interaktionen widerspiegeln, entsteht immer dann, wenn du einen Widerstand gegen den gegenwärtigen Moment hast, eine Aversion gegen den Moment hast, eine Aversion oder ein Verlangen danach hast, dass der Moment gerade anders wäre, als er ist. Ein Verlangen, dass Dinge anders sind und ein Widerstand dahingehend gegen die Dinge so, wie sie sind. Du hast einen Widerstand dahingehend, dass deine Freundin gerade genervt ist und zickt und du hast ein Verlangen, dass es entspannter ist. Und wenn du mal diese zwei Dinge, Verlangen und Aversion, weglassen würdest und du musst dich, wie gesagt, dabei catchen und deswegen schau dir dieses Video mehrmals an, damit du wirklich merkst, dass das in jeder Situation passiert, in der du dich begibst und mit Menschen zu tun hast. Aversion, Verlangen, weglegen und erstmal der Person erlauben, so zu sein, wie sie ist.
Und dann merkst du plötzlich, dass du quasi unzerstörbar wirst. Und dieser Ansatz, dieser Gedanke, Menschen erlauben so zu reagieren, wie sie reagieren wollen, wirklich keinen Widerstand mehr gegen jegliche Reaktion zu haben, kannst du auf alles anwenden. Im Flirt, in deinen Beziehungen, wenn es darum geht, dass du irgendeinen Streit mit einem Familienmitglied hast oder so, dieser Person erstmal erlauben, zickig oder stur oder dickköpfig zu sein. Wenn du gerade jemanden überzeugen willst, angenommen, du hast ein Verkaufsgespräch oder hast irgendeine Präsentation und du merkst, du musst jemanden gerade von was überzeugen und die Person ist im Widerstand und will sich erstmal nicht überzeugen lassen, obwohl du fest davon überzeugt bist, selbst, dass das das Richtige für sie wäre, was du ihr gerade anbieten willst, anstatt dann in irgendeine zwanghafte Einwandbehandlung reinzugehen, zu schauen, okay, wie kann ich diese Person überzeugen, denn ich hab ein sehr tiefes Verlangen gerade, dass sie genauso reagiert, wie ich es möchte, erlaub ihr erstmal, dass sie dir initial nicht zustimmt. Erlaubt ihr, dass ihr gerade etwas angespannt unter Druck ist und gerade zwei Welten aufeinander krachen. Lass es erstmal zu, kein Widerstand dagegen. Und aus dieser Position heraus kannst du natürlich jetzt versuchen, mit einer entspannten Grundhaltung diese Person zu überzeugen. Und du wirst merken, dass es viel einfacher ist. Denn sie merkt plötzlich, dass du nicht mehr emotional tangiert bist dahingehend, wie sie reagiert. Du erlaubst ihr so zu sein, wie sie ist. Du bist todesentspannt. Aber fängst an, Menschen nach und nach rauszuhelfen aus ihren Widerständen, aus ihren negativen Emotionen, aus ihren erstmal negativen Reaktionen, die sie dir gegenüber haben. Und du merkst, dass sich das Blatt sehr schnell wenden kann. Und wenn du merkst, das resoniert mit dir, und vielleicht merkst du das erst mit der Zeit, wie gesagt, meistens braucht man erstmal so einen Schlüsselmoment, wo dieser Gedanke wirklich Klick macht und du dann merkst, wow, das lässt sich ja wirklich auf alles übertragen. Aber wenn du merkst, das ist eine Sache, die mit dir resoniert, dann klick auf den Link unter diesem Video und bewirb dich auf dein kostenloses Beratungsgespräch. Denn in diesem Gespräch schauen wir uns genau auch diese tiefer liegenden Themen an und erklären dir einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du in der Lage bist, egal in welcher Situation du bist. Wir bringen dir Meditationstechniken bei, wir bringen dir Strategien bei, die dir dabei helfen werden, kinderleicht zu lernen, diese Situation zu erkennen, deinen eigenen Widerstand zu erkennen und ihn fallen zu lassen, damit du mit viel mehr Charisma, mit viel mehr Eleganz, mit viel mehr Entspannung in deine sozialen Interaktionen gehen kannst.